Nagapita, der Sitz des Schlangenwesens, ist ein Asana, welches zum Beispiel im Hatha Ratnavali erwähnt wird und auch in anderen klassischen Hatha-Yoga-Texten, wie Sika Rothe in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas erwähnt, aber die Technik wird nicht beschrieben. In manchen der klassischen Texten wird Pita so verwendet wie Asana. So könnte man sagen, es ist Nagasana. Und Nagasana ist eine andere Bezeichnung für Bhujangasana, die Kobra. Und ohne dass wir wissen, dass Nagapita wirklich das ist, was wir heute als Kobra bezeichnen, wird jetzt Annika die Kobra vormachen. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Von hier gibt die Hände auf den Boden, unter die Schultern, Handflächen berühren den Boden, gibt die Stirn auf den Boden, schiebe erst den Kopf nach vorne, dann hebe den Kopf hoch, hebe den Brustkorb hoch und ziehe die Schultern nach hinten. Manche sagen, ach, das ist jetzt die Kobra, Bhujangasana. Manche sagen, Nagasana ist mit den Armen neben den Oberschenkeln, Handflächen zu den Oberschenkeln. Und so gleicht das noch etwas mehr einer Kobra, die den Kopf und den Brustkorb hebt.